Okay, wir machen ein Foto und du rückst ein Autogramm, aber dann ziehst du ab, okay? Wir machen was? Was machst du überhaupt hier? Heute ist geschlossen, die Pflanzen brauchen ihre Ruhe. So wie die da? Genau. Die verträgt auch keine Kälte. Deswegen muss man sie mal ganz nah am Körper tragen. Und weil wir sie in Borneo auswildern wollen und weil sie zu einer sehr seltenen, aussterbenden, fleischfressenden Pflanzensorte gehört, bin ich gerade dabei, sie in Quarantäne zu bringen. Hm. Wir haben für solche Exemplare extra Brutkästen in Behindertenwerkstätten machen lassen, die da auf ihre ganz spezielle Art und Weise... Wer heißt du denn? Lila. Und du? Ich? Ja, du? Ich bin Christopher. Ach du Scheiße. Bitte? Ich mach das schon. Und was sagst du ihm? Na, das, was du auch gesagt hast. Bis auf die Brutkästen, die werde ich weglassen. Macht Sinn. Ist alles in Ordnung hier bei Ihnen, Herr... bitte? Ja, alles klar. War nur ein Fan. Alles klar. Mhm. Was machst du eigentlich so? Ich war gerade ein Jahr in Texas. Schüleraustausch. Und, hat sich viel verändert in der Zeit? Naja, meine Mutter sitzt mit dem Taxifahrer zusammen, der ungefähr so alt ist wie ich. Und meine kleine Schwester, die vor allem nur Pferde im Kopf hatte, ist jetzt ein bravo-süchtiger Kreischteenie. Die hängt den ganzen Tag vor der Klotze und himmelt diese Band an. Wie heißt sie nochmal? Bahnhof Zoo? Berlin Mitte? Ja, genau. Was für ein Unsinnsname. Wieso? Mal ehrlich, Berlin Mitte. Ist schon ein bisschen uninspiriert, oder? Und was machst du so? Ich bin der Leadsänger von Berlin Mitte. Du verarschst mich doch gerade, oder? Würde ich nie tun. Mal ehrlich, was machst du wirklich? Ich schreibe Songs und versuche, dass sie sich einigermaßen auf was anhören. Und? Ich arbeite dran. Deswegen hast du auch kein Geld. Ich hab Geld, ich hab nur kein Bargeld. Nicht schlimm. Ich stehe auf mittellose Sänger. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Psst. Sie schläft sicher noch. Jetzt ist mal Kaffee. Wenn du den bei dir behalten kannst. Ich habe ja wieder festen Boden unter den Füßen. Christopher Franke. Hallo, Tom. Freut mich. Angelika Lorenz, die Mutter. Wer kommt denn jetzt noch? Bist du das wirklich? Habe ich dir doch gesagt. Ah, das FBI. Wir haben schon mal ohne euch angefangen. Chris. Ich weiß nicht, ob du dein Timing noch im Kopf hast. Aber du hattest vor 35 Minuten eine Pressekonferenz. Was, schon so spät? Und was die schreiben, wenn die mitkriegen, was hier läuft. Aber wir schieben eine Stunde. Also, los jetzt. Paul Marshall, ich bin der Manager. Und manchmal auch Kindergärtner. Manager? Chris? There's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. And there are no words left to speak. So if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true.
can't keep my eyes off you. Wow. Hat schon Vorteile, dein Leben. Hat's. 24 Stunden Zimmerservice. Du bist auf dem Hotelzimmer? Ja, das ist fast das Beste, weißt du? Aber jetzt kommt ein Song, den ich hier in Berlin geschrieben habe. Für ein Lächeln von dir lebe ich. Nichts ist mehr klar, so wie es mal war. Wie der Mut mich verließ und ich einfach nicht zu dir stand. Dabei will ich doch ohne dich, nicht ohne dich. Oh, ich kann in deinen Augen sehen, wenn die Sehnsucht dich erreicht, wie der Mut dich verlässt, wie die Sonne nicht mehr für uns scheint. Dabei will ich